Ein herzlichen Willkommen zurück bei meinem letzten Teil meiner Aufnahmesession von Nier Automata, für heute zumindest. Ich bin von Lyra, Gameplays als Hobby, und ja, wir haben hier zuletzt diese Operettenmaschine hier kaputt gemacht, was echt ein geiler Einfall war, auch vom Design her, hammergeil. Also mit sowas hätte ich echt nicht gerechnet. Hier sieht die Kulisse auch wieder richtig klasse aus. Tolles Spiel mittlerweile. Also mir gefällt es momentan. Mega. Und wir gehen jetzt hier raus. Und ich könnte mir jetzt denken, dass alle fröhlichen, glücklichen Maschinen hier draußen jetzt gegen uns sind. Allein wie der S9 schon redet, merkt man doch, dass er Emotionen hat. So redet keine Maschine, die keine Emotion hat. Also Temposalbe groß erhalten. Wahrscheinlich hat jede Maschine, die hier auf die Erde den Fuß gesetzt hat, irgendwie so eine Art Virus abbekommen, was die so gesehen den Anschein macht, dass die Emotionen spüren. Tristes Armband erhalten. Wo geht es hier hin? Ein Aufzug. Wo fahren wir hin? Das ist nicht der offizielle Weg, wo wir lang sollen. Die Musik ist auch recht interessant. Ich kenne ja nicht so japanische Musik. Oh. Oh, hier sind aber viele. Was ist das? Kriegen sie dadurch die Emotionen oder wollen sie die nachspielen, die Maschinen? Okay, wir können hier jetzt noch nichts machen. Später aber bestimmt. Gehen wir wieder hoch. Aber ja, ist schon seltsam, dass eine riesengroße Maschine irgendwie von wegen schreit, sie möchte schön sein und schöner und noch schöner. Die Dinger können wir noch nicht aufmachen. Oh, es ist wieder heller geworden. Okay, da können wir nicht hin. Voll die Burg. Der zeigt eine weiße Flagge. Wir riskieren es mal, oder? 罠かもしれませんが、とりあえず
情報収集のために行ってみましょうか。 Auf jeden Fall. Hier lang, okay. Ne, die ganzen kryptischen Clowns, die greifen uns noch nicht an. Wenn es eine Falle ist, wirst du es bereuen, mein Freund. Mehr gibt's nicht, nee, ne? Vor allem, was für ein Dorf sollen wir hin? Wo geht es hier hin? Sind das so gesehen jetzt abtrünnige Maschinen oder? Ein Speichern ist möglich. Dann speichern wir mal. Oh, was fliegt denn da hoch? Oh, 2B は見たことなかったんですね。あれは地上からバンカーや月面の人類基地に向けて資材を打ち上げているんです。宇宙空間では資材も燃料もありませんから。なるほど。 Okay. Leute, Armbänder. Ich sehe nichts. Ich sehe nicht, wo es lang geht. Dann gehen wir lieber von hier aus. Aha. Super. Hätte ich einfach nur hier runter gehen müssen. Wo ist denn dem sein Dorf? Ah, hier. Wir haben alle eine weiße Flagge. Okay. Maschinendorf. Bin ich jetzt mal auf die Erklärung gespannt. Tatakau-Ishi-ga-nai-te-koto-de-shou-ka. Der hat sogar eine Aufgabe für mich. Tubi, Kikai-Seimei-Tai-no-yu-koto-nante. 信じちゃダメです。確かに、あなたたちにとって私たち機械生命体の敵です。私の名前はパスカル。この村の王様をしています。この村に住む者たちは戦いから逃げてきた平和主義者しかいません。よければ皆さん自身の目で確認してみてください。 Thank you.
Ja, das könnte ich jetzt auch nicht machen, wenn das Feinde wären. Also von daher stimmt es wohl, dass sie keine Feinde sind. Die Musik ist interessant. Ein Treibstofffilter, um die sie gebeten hat. Wenn ihr es zu ihr bringt, sollte das Beweis genug für die friedliche Einstellung unserer Gruppe sein. In Ordnung. Gegenstandeinheit, ein Treibstofffilter. Okay. Was gibt's da oben? Tierköder. Aufgabe. Die hat eine Schleife auf? Große Schwestermaschine. Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Ich muss meine kleine Schwester finden. Sie ist verschwunden. Das ist alles meine Schuld. Wahrscheinlich hat sie mein Jammern gehört, dass eines meiner Teile langsam einrostet. Also ging sie in die Wüste, um nach Ersatz zu suchen. Oh, auch noch in die Wüste. Na super. Das ist jetzt mehrere Tage her und sie ist noch immer nicht zurück. Bitte, Sie müssen mir helfen. Ich bezahle, was Sie auch wollen. Ein verlorenes Mädchen. Interessant. Quampis, Quampis. Komm ich nach oben? Ah. Ja, hier geht's auch noch lang. Die hat sogar Lippenstift auf. Maschine mit Make-up. Ach, Jean-Paul. Was? Okay. Denn noch mehr Aufgaben? Da oben ist noch was. Kann ich noch nicht öffnen. Einheitsdaten wurden aktualisiert. Einheitendaten wurden aktualisiert, okay. Wahrscheinlich muss ich die alle mal ansprechen. Dauert natürlich jetzt seine Zeit dann. Okay, hier ging noch eine Brücke entlang. Gut, da oben haben wir noch was. Mann.
Der Neuner nervt. Hoppala. Wo geht's denn hier hin? Noch eine Aufgabe, siehst du? Die Existenz geht dem Wesen voraus. Der Mensch ist nichts anderes als das, was er lebt. Außerdem. Hallo. Ja, und ihr seid? Warte, nicht sagen. Ich habe bereits geschlussfolgert, ihr möchtet meine Erklärung der großen Geheimnisse des Seins hören. Okay. Nun gut, lasst uns damit beginnen, das Konzept des Existenzialismus zu besprechen. Das Wesen und die Existenz sind zwei Seiten derselben Medaille. Aber was ist Existenz? Gut, dass ihr gefragt habt. Für die Antwort werde ich ein paar lange Stunden über... Das ist sinnlos. Es hat keinen Sinn, mit Jean-Paul zu sprechen. Wir haben irgendwann aufgehört, aus ihm schlau werden zu wollen. Er gibt immer nur diesen Kauderwelsch von sich, das er als Philosophie bezeichnet. Wenn ihr mehr wissen wollt, sprecht besser mit seinen Anhängerinnen, denn sie drücken sich meist verständlich aus. Dieser Typ hat Anhängerinnen? Wohl eher Fans, nehme ich an. Aber ja, es gibt ein paar, die ihm abkaufen, was er sagt. Fragt mich nicht, warum. Manche Leute sind einfach so drauf, schätze ich. Es gibt sogar eine Anhängerin von Jean-Paul hier im Dorf. Kennt ihr die Maschine mit dem bemalten Gesicht? Die ist es. Interessant. Die haben wir schon gesehen. So ein bisschen raus aus dem Dorf. Wir müssen doch erst einmal mit der Geschminkten reden. Das ist doch jetzt eine Aufgabe, oder? Denke ich jedenfalls. Wie viele Treppen gibt es hier denn noch? Ja. So, da haben wir sie doch. Hallo, dürfen wir dich etwas fragen? Kennst du zufällig eine Maschine namens Jean-Paul? Aber gewiss, Meister Jean-Paul ist ein Genie. Man kann in jeder Beziehung auf ihn bauen. Die hat sogar einen Ring an. Sprechen wir hier von demselben Jean-Paul? Beim Gedanken daran, wie viel er mich lernen könnte, schrieb ich ihm einen Brief mit der Bitte, mich anzuleiten. Er bringt ihn doch hin, oder? Hm? Ich kann nicht zulassen, dass diese Dame aus der Wüste ihn zuerst erreicht oder diese Schreckschraube aus der Vergnügungspark. Na toll, es gibt noch mehr von dieser Sorte. Und Augenblick mal, sie haben Geschlechter? Wie immer Brieftaube oder was? Hallo? Ah ja, ich verstehe. Träume sind die geistige Version perfekter Realität. Hey Jean-Paul, wir haben etwas für dich. Ah, erlaubt mir sofort einen Blick darauf zu werfen. Interessant, ein Brief, nicht wahr? Eine weibliche Maschine hat uns gebeten, ihn dir zu bringen. Sie sagte, sie könnte sich auf dich verlassen und dass du so ziemlich alles wusstest. Ja. Wenn ihr erlaubt, glaubt ihr, dass die Existenz dem Wesen vorausgeht? Hat das etwas mit diesem Brief zu tun? Nein. In Ordnung, aber solltest du nicht auf diesen Brief antworten? Ist man verpflichtet, jede Frage zu beantworten, die einem gestellt wird? Falls das euer Anspruch ist, wer oder was wäre dann mächtig genug, mir eine solche Bürde aufzuerlegen?
Das ist Zeitverschwendung. Da hast du recht. Ach, jetzt ist unter mir wieder. Die schmilzt bestimmt trotzdem hier dahin. Da seid ihr ja. Und was hat der Meister zu meinem Brief gesagt? Er hat tatsächlich gesagt, dass er seine Antwort nicht wert. Ich wusste es. Ist er nicht der Größte? Ich kann gar nicht genug von ihm bekommen. Das war mir so klar. Was du nicht sagst. Okay, dann würde ich sagen, wir speichern jetzt. Das war's mit dem Teil. Leider jetzt etwas langweiliger, weil wir waren jetzt im Brief hin und her tragen. Aber gut, es gehört zum Spiel dazu. Wir wollen natürlich so viel wie möglich mitnehmen, ist ja klar. So, wir haben gespeichert. Also, das war's mit meiner Aufnahmesession von Nier Automata für heute. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt mittlerweile echt begeistert von dem Spiel. Mir macht's Spaß. Der Soundtrack ist echt cool. Gefällt mir. Und jetzt zum Beispiel der letzte Bosskampf, der war echt Hammer. Der hat mir echt gut gefallen. Also, da haben sie sich richtig was einfallen lassen von einem Boss. Eine Art von Boss. Das war cool, das war klasse. Naja, wenn es euch auch gefällt, ihr dürft es mir gerne mit dem Daumen nach oben zeigen. Ihr dürft mich auch liebend gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht habt. Dann kriegt ihr ja Bescheid, wenn der nächste Teil hochkommt. Und ich hoffe, ihr guckt euch auch noch meinen anderen Let's Plays an und generell den nächsten Teil dann auch. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Auf Wiedersehen. Das war Nier Automata mit von Löhr Gameplays als Hobby. Auf Wiedersehen. Tschüss.